Heckmo. Da. Willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal Dead or Alive 2. Kurz Doa. Um was es geht, seht ihr hier unter anderem um hübsche Girls. Nein, natürlich nicht nur. Es ist eines der für mich besten Kampfspiele, die es gibt. Viele schwören auf Tekken, viele schwören auf Virtua Fighter. Ich schwöre unter anderem auf Dead or Alive. Und wieso? Das will ich euch zeigen. Erschienen um die Jahrtausendwende herum für Dreamcast und PlayStation 2, ist es eines der grafisch und spielerisch innovativsten Spiele, auch wenn ihr es vielleicht nicht kennt. Ihr solltet es spätestens jetzt kennen. Das Spiel ist bekannt für zwei Dinge. Übrigens, ihr seht es an Kostüm an. Ich habe mit Kasumi und mit Bass und ich muss kurz schauen. Mit Tina auch. Habe ich schon ein bisschen gespielt, mich einzufinden. Also, wir sehen hier, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Charaktere plus 2 freispielbare. Ich weiß nicht, ob wir die freispielen können. Also gibt es mindestens auch so viele Parts, denn ich möchte mit dem Charakter einmal durchspielen. Das ist ein Beat'em'up und das ist nicht besonders schwierig für mich. So, ihr seht Kasumi. Ich will das nicht gar nicht lang erklären. Hat 1, 2 oder sogar 3 Kostüme. Jeder hat 2 Kostüme zur Auswahl am Anfang. Je nachdem, wie oft man das durchspielt. Ja, es geht gleich los. Haben wir mehr Auswahl. Also es gibt auch einen Film dazu, einen sich nicht zu ernst nehmender Film. Amerikanischer. Kurze Erklärung. Dead or Alive ist ein Turnier von, wie ähnlich Tekken, immer ein bisschen dasselbe Prinzip. Es wird das Stärkste gesucht. Jeder Charakter hat seine besondere Geschichte. Kasumi zum Beispiel ist eine Prinzessin eines Ninja-Clans, soweit ich weiß, ich habe es nicht auswendig gelernt, und will sich selbst finden, und indem sie aus dem Clan austritt, wird sie automatisch zu dessen erklärter Zielscheibe und muss beseitigt werden und flüchtet ihr ganzes restliches Leben dazu. Ja, ich tue euch einen Gefallen und nehme das bekannteste Kostüm von ihr, das ist das hier. Ah, vielleicht kommen wir noch dazu. Ja, wir kommen ganz sicher noch dazu. Zu dem anderen Kostüm. Also, ich muss aufpassen, was ich tue, denn es ist eine andere Steuerungsschema als gewohnt. Also, wir legen los. Entschuldigung, das Gelabers. Jo, habt ihr das gesehen? Das ist eines, wozu das Spiel bekannt ist. Es hat oder es ist tragend das Spielsystem die Boob-Physik, angesprochen Brustphysik. Also wenn wir, seht ihr habt es gut, jetzt habe ich es gut gesehen. Tut euch einen Gefallen, wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, man kann hier ziemlich viel machen. Und ich lege jetzt mal los. Das Spiel ist außerdem bekannt dafür für sein härten Spielstil. Und das ist das hier. Man kann hier mit leichten Knöpfen drücken, kann man hier Kombos machen. Und das macht Spaß. Und für Einsteiger wie mich damals absolut zu empfehlen. Aber na gut, es ist es nicht so, dass man sagen würde, ja, böse Zungen können wir haben, aha, für Teenager. Ja, ich war damals auch ein Teenager und hab's genossen. Sagen wir es mal so. Nee, es war nicht unbedingt schwierig, hier zu gewinnen. Und das ist irgendwie ein böser Klon von Kasumi, den wir aufhalten müssen. Ja, übrigens entschuldigen, dass es ist die japanische ROM. Ja, ich spiele es auf Emulation, weil sonst die Qualität nicht gerade die beste ist. So, ich muss. Ja, mit L kann man hier. So. Gut. Ihr seht, das ist eigentlich auf ganz einfach eingestellt. Trotzdem haut mich die schon ein bisschen um. So, das war genug. Was? Schon vorbei? Willst du jetzt nur einen Test, let's Test machen? Nein. Ich tue jetzt euch den anderen Gefallen, und wer das Spiel ein klein wenig versteht, geht nämlich in Optionen
und schaltet den Computer-Difficulties-Grad auf ganz hart. Ja, es gibt doch Spiele, die ich, Ben, auf hart spielen kann. Das andere lassen wir nämlich. Es gibt unendliche Versuche, also weiter geht's. Das Spiel ist nämlich für was anderes bekannt und das ist bei diesem Kampfspiel eine Eigenheit, nämlich das Schere-Stein-Schere-Papier-Prinzip, wie man das sagen möchte. Bitte lass mich nochmal kurz erklären. Und wir nehmen natürlich auch das zweite Kostüm. Ja, sieht ein bisschen, ja, man kann hier extrem viel freischalten. Es gibt sogar einen Mode, wo man so wie nackt sieht, also nackt, einfach ohne Nippel, einfach das Grundhautgerüst, ne? Und man nennt das den Nackt-Cheat. Ich weiß nicht mehr wie, ich hatte mal Mogel-Modul, konnte man sowas einstellen. Ja, ich war auch mal 15. Aber gut. Lass mich kurz erklären, was es geht. Nessen davon ein paar, wie es dann 1 und 1 bababam gehen. Es ist so, jede Attacke ist blockbar. Ne? Eine Attacke ist blockbar, beziehungsweise der Blockknopf ist auch der Konterknopf. Greift doch jemand an mit dem hohen Kick, mittleren Kick, unterm Kick. Dasselbe mit hohem Punch, mittlerem Punch, unterm Punch könnt ihr, indem ihr blockt und gleichzeitig einen anderen Steuerungsknopf drückt, könnt ihr diesen kontern. Das ist das A und O in diesem Spiel und führt zum anderen. Nämlich, wenn ihr nichts zu blocken habt, nichts zum Kontern habt, greift ihr natürlich an. Und wer aber noch weiter gehen will, der packt den Gegner. Also kämpfen, blocken, werfen, das sind diese drei Manöver, die, wie bei Pokémon, Vorteil, Nachteil gegenüber dem anderen. Und wer das meistern möchte, wie ich jetzt euch das zeige, ja, es gibt ein Spiel, das ich meistern kann. Wer hätte es gedacht, der meistert das und dann macht das noch mehr Spaß. Also wie gesagt, wer einfach nur ein bisschen zocken will, ein bisschen die Boost-Physik ausprobieren will, hat hier schnell Erfolg und wer das Kernprinzip verstehen will, der macht das so. Sorry, dass ich jetzt so viel gelabert habe, wird nie wieder vorkommen. Wir legen los mit Kasumi im zweiten Outfit. Und ich zeige euch, wie der Onkel Ben das spielt. Ihr werdet wahrscheinlich auch machen. Wie gesagt, die Grafik ist für Damenverhältnisse doch gar nicht mal so übel. Würde ich mal behaupten. Ja, sie fangen an zu blocken, aber ich kann ja auch was. Nämlich das hier. Man hat nur einen Versuch pro Gegner, was auch gar nicht so schlimm ist. Li Feng, also natürlich sind die Charaktere stereotypisch, ja. Das war auch ein geiler Move, finde ich. Natürlich sind die Charaktere stereotypisch, nee, es gibt eine, Bruce Lee-Verschnitt, es gibt einen alten Sack-Verschnitt, es gibt einen Wrestler-Verschnitt und so weiter und so fort. Schön. Und ich freue mich, dass es mit 60 FPS läuft, finde ich außerordentlich schön. Gut, bei einem Spiel von fast 15 Jahren haben wir auch sowas erwartet, ne? So, wir müssen gegen den bösen Zwilling kämpfen. Alter, du gehst mir auf den Sack. Ja, wer... Das ist... Also, wenn der Gegner nur blockt, dann... Werft ihn! Wenn ihr angreifen wollt, dann... Ich verwechsel immer mega gerade, dann müssen sie beide Knöpfe. Das tut mir außerordentlich leid. So, aber wir haben unendlich Versuche. Das ist praktisch. Ja. Also wirklich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hatte auch viel Spaß mit diesem Spiel, besonders in der Siegerpose einiger Charaktererinnen und im Außerbildschirm, also auch als Teenager hat man da einige Nächte verbracht, nur im Charakterauswahlbildschirm. So, pfui. Nein, wir sind doch alles nur Menschen, ne? Oder? Also können es auch eine Frau, wenn sie auf sowas steht, ne? Also, ja. So, für mich als Teenager war das ja eine kleine Offenbarung. Wir kommen zum nächsten Charakter, das ist Hayabusa. Hayabusa kennt ihr vielleicht aus Ninja Gaiden. Nicht,
ohne Grund bekannt als Vorgänger von Dark Souls. Was? Wie? Nämlich im Spielstil. Ich habe noch nie Ninja Gaiden gespielt, aber ich weiß, um was es geht und ich denke, wer es kennt, wird mir recht geben und sagen, Alter, dagegen ist ja Dark Souls Kindergarten. Ja, es wäre schön, wenn du mal ein bisschen... Ja, genau, das ist einer seiner berühmten Moves, immer auch dementsprechend... Verdammt, hörst du mal auf? Danke. Also, jeder hat den... Ja, da block ich einmal zu fest und dann packt er mich schon. Ja, aber wie gesagt, nur ein Versuch, aber unendliche Versuche. Also ich meine, nur ein Leben, aber unendliche Versuche, so. Und ja, es war schon eine geile, quasi eine geile Zeit. Geile... Verdammt! Kannst du nicht mal entscheiden, auf... Na, danke. Ja, es ist nie... Es war schon geil. Es war, glaube ich, eines meiner ersten... Glaube ich, das erste Spiel, das ich für PlayStation 2 damals bekam. Und das war immer so... Scheiße. Das war so geil. Nehme ich Kasumi das erste Spiel und... Bam, 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 bam. Ne, man hat schon ziemlich schnell Erfolg. Und ja, auch wenn ich jetzt pro... Durchlauf, Bob Hart, einfach mit einem Charakter hier durchspiele. Und ja, auch alles auf Very Hard. Nur auf Very Hard, nur ab jetzt. Ich wollte es nur zeigen, ja. Was man auch auf Leicht kann, wie immer. Ja, genau, das ist auch sehr gut. Ach, verdammt! Der gibt mir den Rest. Ja, der ist übrigens auch auf ganz easy, kann der extrem nerven, ne? Also Haya Bruder kann auch extrem nerven. Übrigens gibt es Ayane, ihr habt sie nur noch nicht gesehen, auch bei Ninja Gaiden als Charakter ab und zu. So, wir haben gewonnen. Ja, jetzt gibt es einen Random Stage in einer Fabrik, die ist auch immer sehr nice. Hier kommen dann Gegner, das ist übrigens die Survival Stage. Das ist Tina Armstrong, die Wrestlerin. Ja, es gibt auch einen Wrestler, das ist... wer ist jetzt schon wieder hier? Buzz Armstrong, das ist der totale Wrestler. Sie hat noch ein bisschen Martial Arts, aber er ist der totale Wrestler. So, also wie gesagt, das Spiel gab es auch für Sega Dreamcast. Ich kann da eine kleine Geschichte erzählen. Und nein, ich erzähle sie bei den Credits. Da habe ich mehr Zeit. War jetzt auch gar nicht mehr so schwierig. So, das ist Ayane. Sie jagt Kasumi. Es sind eigentlich Schwestern. Aber sie, ja, Kasumi, ja, ich habe wirklich auf Very Hard eingestellt, ganz ehrlich. Also, ich merke es, ihr merkt es vielleicht nicht, aber ich schon. Muss hier extrem aufpassen. Oh, scheiße! Ah, ja, verdammt! So, das hast du, kriegst du zurück. Kann auch so, ne? Verdammt, hör auf zu... Ja, so geht's auch. Das ist Ayane, sie ist Kasumis Schwester und ihre selbsterklärte Mörderin, seit sie aus dem Tengu-Clan abgehauen ist, um ihre Bestimmung in der Welt zu finden. Ja, wissen was von Son Goku und Vegeta hat was. Das ist ein richtiger Name, Hayate, Bruder auch von Kasumi. Hat sein Gedächtnis verloren. Warum weiß ich jetzt nicht mehr? Wegen dem Tengu. Wer ist Tengu? Wartet den nächsten Kampf ab. Ganz einfach. Ach, verdammt. Der ist knallhart, wenn man es falsch macht. Ich frage mich, ob ich wirklich Very Hard eingestellt. Es kommt mir so einfach vor. Gut, ich meine, ich habe auch Erfahrung mit Kasumi. Oho, ich habe Erfahrung mit Kasumi. Ja, genau. Aber spätestens auf jedem Schwierigkeitsgrad bei ganz schwierig, bei Tengu, dem Boss, werdet ihr ja euer Wunder erleben. Oh, schau, dass das das ihr Bruder ist. Die Pose hätte ich auch gern gehabt. So, das ist Tengu. Und nein, ihr werdet gleich sehen, euer Fernseher ist nicht kaputt. Das gehört dazu, weil man sonst seine Angriffe schwer einschätzen kann. Das ist der Final Boss, kann man auch freispielen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe im Let's Play, aber es ist auch nicht so schlimm. Tengu. Ein Dämon der asiatischen Mythologie. Ja, und ihr seht schon, er kontert alles, was wir, wenn wir mehr als zwei Angriffe machen, das seht ihr jetzt,
Er wirft, sobald wir auch nur ein bisschen blocken wollen. Das seht ihr jetzt auch. Es ist aber ziemlich schwierig. Und je mehr Treffen, dass wir nacheinander landen, desto deutlicher wird der Bildschirm. Alter, du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Genau. Ja, habe ich gemerkt. Also sorry, wenn ich hier ausgesehen, ihr habt doch gesehen, ihr habt doch auf Very Hard eingestellt und gespeichert. Das kommt mir so sau einfach vor, sorry. Ja, auch wenn ihr es nicht seht, es kommt mir wirklich einfach vor. Auch mir ist langsam. Deswegen bin ich mit. Verdammt! Ja, Tengu ist immer. Tengu an Tengu könnt ihr euch in jedem Schwierigkeitsgrad. Du gehst auf den Sack, weißt du das? Ah, verloren. Nein! Noch nicht! Ja! Nein! Ah, 50-50 war es, dass er das macht oder einen Schlag macht. Na gut. Also wer hier mehr als 20 Versuche hat, der ist Beginner und ich sollte es bald hinkriegen eigentlich. Wie gesagt, macht nicht mehr als 5 Schläge auf an einem Stück! So macht er das hier. Und ich habe jetzt aus irgendeinem Grund. Er zieht einfach noch so wahnsinnig ab. Das ist so geil. Nein, bitte, bitte nicht. Das hat genau für den K.O. gereicht. Vielen Dank. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist keine Frage. Nein, nein, nein. Hat nicht so viel gemacht. Also, wir müssen jetzt greifen. Alter, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ja, stolper nicht, du Assi. Also, mit Tengu zu spielen ist eine Ehre. Und ich hab's auch schon mal gemacht. Also, das Geile ist, die Konterattacken. Die ziehen ein Drittel mehr weg als normale Attacken. Das müsst ihr euch einfach mal geben, ne? Und deshalb ist es ein Ando, das zu meistern in diesem Spiel. Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit gedrückt, aber ja, natürlich, wenn ihr, also man muss natürlich auch oben, mittleren oder unteren Knopf drücken, je nachdem wie der Schlag kommt, sonst könnt ihr euch hier dumm und dämlich konnten versuchen. Ich sehe so viel. Gut, ich bin K.O. Macht auch nichts. Also je mehr das er einen trifft, je mehr wird es, ne? Auch wenn am Anfang noch wenig ist. Ach, muss mich konzentrieren, entschuldigt. Gut, war ein guter Schlag für den Anfang. Oh, nee, 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 nee. Warte mal, angreifen. Hast du mich nicht genug genervt? Darf ich jetzt mal in Pension gehen? Ach, halt den Schnabel. Ha, boah, ha, boah. Ja, du hast eine Boa. Das gibt's doch gar nicht! Ja, danke. Ich wusste, dass dieser Schlag gekontert wird. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wer denkt... Wer gedacht hat, was, ein Kampfspiel und du machst pro Charakter ein Part, das ist doch viel zu wenig, viel zu viel Zeitvergeudung. Ja, wie denkt ihr immer noch so? Ich wusste das. Ja! So, das wurde ja. Okay. Ich weiß ja nicht wieso, aber ich kann. Na gut. Doch, das war kein. Den hat er nicht mal kontern müssen. Ich werde jetzt mal vor, dass ich den besiegen könnte. Okay, immer schön abwechseln. Nee, echt jetzt? Den blockt er so selten ab. Ich dachte, na, das war klar jetzt. Dürfte ich jetzt mal noch einmal? Nein, darf ich nicht. Ah, komm jetzt, ich will dich besiegen. Das kann eine Knacknuss sein, man kann ihn auch noch einmal schaffen, aber... Tanz dich aus, Burschi! Nein! Hör doch auf! Ich spiele dich doch nur besiegen!
Na, ich habe einfach zu viel Schiss. Das geht mir alles komplett. Ja, ich wollte ihn ergreifen, wieso das nicht funktioniert hat. Ich weiß nur, der liebe... Da kommt er einfach mal so frei. Jetzt lass mich bitte mal, ne? Also, wenn ich sitze nicht auf, schneide ich das raus oder so. Ja, nichts. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ja! Komm jetzt, Kasumi! Und jetzt nochmal! Ja! Danke schön! Sorry, wenn es lang gedauert hat. Was sollte ich erklären? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach ja, genau. Das Spiel kam auch für Sega Dreamcast heraus. 1:1. Nur heißt die PlayStation 2 Version offiziell Hardcore Version. Ja, tatsächlich. Und man konnte, es hieß damals, wenn man die GD-ROM, ja, die Sega Dreamcast hat ja eine GD-ROM, glaube ich, heißen die. Wenn man die in PC einliest, also wie eine CD-ROM, hat man eine Fotogalerie mit den Kämpferinnen. Vielleicht, wenn ich dann denke, zeige ich euch das noch. Das kann man nämlich in der normalen PlayStation-Version ganz einfach irgendwo einstellen, ansehen, nee. Für damalige Verhältnisse war das halt das Playboy-Heftchen. Und ja, wie gesagt, man sieht hier nichts Nacktes. Also wenn ihr auf was Schmutziges wartet, seht ein Spiel mit mir in der Facecam und dann seht ihr was Schmutziges, aber das Spiel selber. Okay. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine... Ja. Sorry, wenn ihr nichts versteht. Es gibt weder Untertitel, noch deutsche Texte, noch deutsche Dings. Ja, du hast ein neues Kostüm. Man kann hier pro Durchspielen wirklich ein neues Kostüm bekommen. Das zeige ich euch kurz. Und dann geht's ab in den nächsten Part. Oh, ja. Ja, du mir auch. Blablabla. Und weitere Modis hier werde ich euch alle noch zeigen im letzten Part. Also, nicht verzagen, ne? Und das neue Kostüm für Kasumi ist... Ah, verdammt. Okay. Das schwarze einfach. Gut.